Hallo zusammen, wir spielen heute das Spiel Tropical Escape. Ist von der Unreal Engine und mit dem sehr günstigen Preis von nur 1,60. Doch, ist recht günstig zu haben, ist anscheinend zwei Leute haben da was zusammengebastelt. Und schauen wir mal, wie es wird. Und es loadet. It looks like it will rain soon. We are expecting a storm tonight. Der Klassiker. Aus Schiffbrüchiger wahrscheinlich fangen wir an. Gibt jede zwei Möglichkeiten, entweder Flugzeugabsturz oder Schiffbruch, diesmal wieder Schiffbruch. Where are the others? Uff. Desmond, John. Ein etwas großer Kahn für das Bier. Und der steckt ziemlich tief drin. Also eine Schönheit ist das Spiel nun mal nicht. It seems like there's nothing here. I should craft a raft and go to that big island. Der Charakter meint, wir sollten einen im Floß bauen. So. Ich muss sagen, das Spiel ist unansehnlich hässlich. Aber es kostet dafür auch weniger. Es gibt keine Optionen nachher im Spiel, auch Ebene. Ich wollte es gerade schärfer stellen. So. Wir können nicht einfach so draufhauen auf irgendwas. Und offensichtlich soll man Holz sammeln.
Also das Interface könnte wesentlich besser sein. Auch das mit der Drop Zone, das ist irgendwie nicht wirklich intuitiv. Wie muss ich das jetzt alles einzeln nehmen? Das ist doch Müll. Wir müssen irgendwie Cotton finden, also Baumwolle. Wir können hier nicht wirklich was tun. Ich muss das hier mal alles hin. Hoffen, dass wir nachher einen Fluss bauen können damit. Also bei der Grafik ist wirklich übel. Also es sieht irgendwie alles so verschwommen aus und es geht nicht schärfer. Also es gibt auch keine grafischen Optionen mehr dafür. Sie haben anscheinend das auch, wenn ich mir das so anschaue, haben sie keine Tiefeneinstellung benutzt, sondern einfach die Welt 1:1 laden lassen, was natürlich unglaublich viel Ressourcen frisst. Das ist alles kein Baumwoll. Insbesondere passt das hier auch nicht wirklich hin, weil das Biom hier definitiv tropisch ist. Baumwolle wäre es zu warm. Da ist Baumwolle. Das ist noch hässlicher als das andere. Ich laufe hier einfach zufällig random hier rum und versuche irgendwie Material zu finden. Oh, Schildkröte. Hallo. Können wir das boxen? Wir können es nicht boxen. Wir können es auch nicht aufheben. Wir können gar nichts mit dem machen. Zumindest sieht die Schildkröte nach Schildkröte aus, man erkennt sie, das ist ja auch schon was. Wir hatten ja schon Spiele, wo man das auch nicht erkannt hat, was das eigentlich für Viecher sein sollten. So, das Baumwolle zu finden, machen sie einen gar nicht so leicht. Ah, da wird doch was aufgebaut. Palmen, aber keine Nüsse. Überhaupt keine Früchte. Es ist etwas mager. Weil offensichtlich, wenn ich das so links sehe, sollten wir doch mal essen und trinken beschaffen. Äpfel? Äpfel? Hä? Äpfel von Balmen? Hallo? Wie kommt man denn darauf? So. Sind wir Dropzone wieder. Textil. Können wir eines bauen. Aha, das ist... Es gibt kein... Er zittert irgendwie. Warum auch immer. Und hat ein Textil fertiggestellt.
können eine Falle bauen. Das nutzt uns hier alles nichts. Was? Ja. Wir werden von irgendwas angefallen. Weiß auch keiner, was das gerade war. Was auch ziemlich nervt ist, dass wir zwar jetzt in der Drop Zone sind, aber hier kommen die Viecher her. Sollen das sein? So. Können nichts davon machen. Wir müssen erst das andere Zeug noch alles holen. So, da wir hier nichts machen können, schmeißen wir das Zeug wieder hin. Und holen den nächsten. Wir sind in der Nacht. Die Nacht ist so dermaßen dunkel hier. Es gibt gar kein Restlicht. Ein bisschen schwach. Irgendwie habe ich immer noch dieses Summen in den Ohren von den Viechern. Die mich offensichtlich verfolgen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Da sind sie wieder. Warum? Ich kann nicht schlafen, kann kein Haus bauen. Da ist wieder mal ein Baumwoll. Diese Baumwoll scheinen zufällig zu erscheinen. Wobei, weil es so rar ist, hier sollte man doch meinen, man sollte mehr von dem finden. Und die Viecher schon wieder. Interessanterweise ist es auch, dass man nicht mal versucht, hier eine Axt zu machen und das erste Mal umzuhauen. Das Beste umzuhauen. Da widerspricht das der kompletten üblichen Survival-Manier. Eine Kokosnuss. Man sieht, wir finden hier alles zufällig, also richtig geplant ist das ja alles hier ja nicht. Und wir sind wieder beim Ausgangspunkt. Interessant ist auch, dass es sich hier eigentlich, dass man hier I und O hat. I für den Inventar und der Dropzone. Das unterscheidet sich aber hier eigentlich nur links oben beim Namen.
Und bestimmt aber eigentlich, was wir craften können. Das ist irgendwie, für das, dass das so wichtig ist, wäre es irgendwie... Ja, interessant ist auch, dass man das Menü im Crafting-Fenster nicht schließen kann. So. Vielleicht sind wir die Sache angegangen und es gibt am Schiff noch irgendwelches Material. Aha. Das Schiff können wir so... Können wir da noch was machen? Ne. Das Schiff ist auch was? Ich bin durch den Boden gefallen. Naja, auch okay. Vielleicht müssen wir mal duschen gehen. Viecher wegzubekommen. So. Nein, die Viecher sind hartnäckig. Ist denen absolut egal. Das ist wohl irgendwie nach hinten losgegangen, weil das soll wohl irgendwie was zum Flair da beitragen. Es regnet. Der Regen ist eigentlich recht hübsch gemacht. Da hätten wir sogar ein Boot, das wir nicht benutzen können. Also das Gewitter ist richtig gut geworden. Leider gibt es keine Möglichkeit, den Regen aufzufangen, weil wir sind immer noch durstig. Also offensichtlich ist das die ganze Insel. Wir können hier nicht wirklich was machen. Wir irren jetzt so lange immer dumm, bis wir das ganze Material zusammen haben. Für unser Raft, was sehr schwach ist. Ich kann auch die Zeit nicht überspringen, es gibt keine Einstellung dafür. Aha, das ist auch schön. Der Ton ist komplett weg, wenn man die Karte öffnet. Da fehlt es wieder da am Flair. Einen Feuerstein haben wir gefunden. Schon wieder die Viecher. Ja, wir können nur noch blind rumirren, bis dort der Tag wieder aufgeht. Ist leider etwas schade. Sie haben sich zwar hier auch einiges an Mühe gegeben, nur die im Dunkeln rumzuirren ist einfach nicht erträglich. Es ist, also man sieht hier wirklich überhaupt gar nichts. Mehr durch Glück als wie durch Finden habe ich das Zeug jetzt zusammengesammelt. Es geht halt irgendwie darum, wir müssen das Raft bauen. Dass ich nicht weiß, wie man das schaffen soll. Wir können auch kein Werkzeug bauen. Ich kann nochmal reinschauen.
Nee. Also so weit hat es halt nicht gelangt. Gerne muss ich sagen, das Spiel kostet 1,60, aber sehe ich nicht mal, das ist es wert. Also, es war zwar eine schöne Idee, aber es verkaufen zu wollen, ist dann doch zu ehrgeizig. Würde ich jetzt einfach, ich sag, man kann es lassen. Steht sich nicht dafür. Man hat jetzt, ich habe sich jetzt ziemlich alles gezeigt, was ihr sehen konntet. Leider war es nicht viel, weil es relativ schnell Nacht ist. Die Nacht ist gerade scheinbar länger als der Tag. Deswegen haben wir auch nicht viel gesehen. Und ja, das war's. Also, meine Sachen nicht kaufen. Tschüss!